Herzlich willkommen zu einem neuen Prüfstandsvideo aus der Halle 77 zum, Sven, du weißt es, 47. Prüfstandsvideo. Heute wieder mit Sven hinter der Kamera. Wir machen jetzt immer so einen Wochenänderungsplan. Heute bist du wieder im Schnitt, der Gürtel ist schon auf. Ich muss auf Toilette. Okay. Der Hof ist übrigens heute schon echt gut voll, wie ihr seht. Das Thema zum Beispiel, ihr seht da unten den Opel, den blauen, den ihr gerade gesehen habt. Dadurch, dass ich in den letzten Videos gesagt habe, hey, es sind so viele ausgefallen, kommt ihr jetzt auf gut Glück hierher und sagt, wenn einer ausfällt, wäre ich da. Aber das können wir leider auch nicht machen. Jetzt habe ich das Thema, ihr meldet euch offiziell an, bekommt einen Termin, wo wir gerade beim Thema sind, Oktober. Und auf einmal kommt hier einer her und kommt einfach auf blauen Dunst, zack, kann er mitfahren. Ja, kein Problem. Dann ist der, der Termin erst im Oktober bekommen hat, stinkesauer. Also, es ist ein ganz schweres Thema. Wir werden es nächstes Jahr auch anders angehen. Vorkasse, bezahlen, du bekommst deinen Termin und dann ist das alles geklärt. Können wir aber erst ab nächstes Jahr machen, weil, das ist das nächste Thema, wir sind dieses Jahr ausgebucht. Also eigentlich braucht ihr uns für dieses Jahr keine neuen Prüfstandstermine mehr anfragen, weil wir technisch gesehen schon bis November voll sind. Dann fragt ihr schon für 23 an und ich finde, so weit im Voraus brauchen wir noch nicht gehen, weil ab November werden wir dann den Plan ändern mit Vorkasse für das Jahr 23. Aber das hat ja noch lange Zeit. Wir sind ja gerade mal am Anfang von 22. Anfang ist das wichtige Thema. Wir gehen zum ersten Auto. Sven, bist du so richtig ready? Ich bin ready. Kommst du klar mit Prüfstandstagen so? Ja. Ist das auch so deins, das Film? Macht Spaß, auf jeden Fall. Das freut mich. Hallo. Hallo. Ja. Die Wurst im Mund kommt. Das hört sich auch komisch an, die Wurst im Mund. Hallo, aber wirklich. Komm, Scooby, hab ich. Komm. Scooby, wir nehmen immer auf den Arm bei dir. Ich weiß. Ihr habt keine Zeit. Ich muss filmen. Ich bin hier der Hundeflüsterer. Ja, so ja. Los, nimm mich zum Prüfstand. So, komm. Mercedes 190er, zu wem gehört der? Da bist du unser erster. Sagt man Kunde? Kann man sagen, glaube ich. Du sagst der erste Kunde. 190er? Ja. Oh, ich kann da ein paar Sachen auch schnell kennen. Das ist einer der ersten Serien vor Facelift. Keine Sakko-Bretter. In Jägerschnitzelgrün. Automatik oder Schalter? Schalter. 122 PS ist ein gutes Thema. Wir haben so viele 190er letztes Jahr schon gehabt und 100, auch 124er. Alle nach unten gestreut. Ja, das vermute ich auch. Also wir haben jetzt am Montag haben wir für den Schwiegervater auch einen geholt. Ja. Den gleichen, der ist auch Schalter, aber vom Gefühl her ist der ein bisschen weniger im Saft wie der. Der läuft eigentlich okay. Hat der schon einen Cut? Ja, der hat einen G-Cut nachgerüstet. Vom Gefühl her, wo denkst du, geht also, die Reise hin? Also ich sag mal, wenn es dreistellig ist, bin ich zufrieden. Ja, also meine Vermutung sagt mir, so wie ich die Erfahrung im Anfang letzten Jahres hatte, 105 oder 109 ja. PS, also die irgendwas so ja. um die 110 PS. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich starte mir direkt ein Auto und fahre um den Prüfstand. Der andere verklebt alles mal ein bisschen. Ah, oh, das kriege ich alles hin. Glaube ich auch. Da du ja bei Mercedes gearbeitet hast, habt ihr einen 190er oder hast du einen 190er oft auf dem Schirm? Auf dem Schirm auf jeden Fall, ist ein sehr geiles Auto, aber hatte ich leider gar nichts mit zu tun beruflich. Wäre das so ein Auto, wo du sagst, jetzt spatzt dran? Volles Rohr. Lieber 190er oder 123er, 24? Also lieber die größere Klasse oder lieber den 190er, den Babybenz? Ich wäre bei 190er. Du wärst beim Babybenz. Ja. Schalter oder Automatik? Ich glaube Automatik. Schaltgetriebe habe ich bis jetzt immer schlechte Erfahrungen bei Mercedes gemacht. Geil, dieselbe Sachen kann ich bestätigen. Mercedes, meiner Meinung nach, muss fast Automatik sein. Hier haben wir ein Viergang-Schaltgetriebe und jetzt gehen wir direkt in die Messung. Erster Auto fängt gleich nicht so gut an. 122 PS sollten die 190er eigentlich haben. Die haben immer ein bisschen weniger, aber hier fällt dir gleich was sehr gut auf. Ich mache dir schon mal ein bisschen das Lichtchen an. Okay. Als erstes erstmal, was wir jetzt erzählen müssten, das Schalten zum Beispiel. Das merkst du selbst auch im Prüfstand. Wir fahren im ersten Gang an. Ja. Und dann schalten wir im zweiten. Und trotzdem merkst du dieses Geruckel, ruckelt, ja. Das typische Geruckel. Und es gibt Mercedes-Fahrer, die kennen ihre Kupplung dann 100%ig und die kriegen das vielleicht sanfter hin. Aber ich habe es noch nie gut hinbekommen, deshalb immer Automatik. Wir sind im vierten Gang, der ist übrigens 1:1 übersetzt. Und ich trete jetzt Vollgas. Und guck mal, was passiert.
So, er dreht jetzt sauber hoch, ne? Mhm. Wenn du so am Tacho guckst, geht er auch hoch. Und wir bewegen uns jetzt zu den höheren Drehzahlen. Und ich stehe wieder voll drauf. So langsam wird es zäher. Ja. Es wird zäher. Und jetzt denke ich so, guck mal. Oh weh, oh weh. Will ich weiter? Nein, ich auch. Da passiert gar nichts mehr gefühlt. Ja, genau. Und du merkst, dass der Motor, wenn wir auf der Autobahn fahren, ist das natürlich der Windwiderstand noch höher. Ja. Hier haben wir ja nur den Rollenwiderstand und haben keinen Windwiderstand. Mhm. Ich sage euch, auf der Autobahn hat das Auto überhaupt keine Leistung. Wir haben jetzt hier auf dem Tacho, ich habe gar nicht geguckt, glaube ich, knapp 190 drauf gehabt und bei 5,5 war ungefähr Ende. Und wir gehen uns jetzt mal das Diagramm anschauen und gucken, wie wir von den 122 PS aktuell anliegen. Jetzt schauen wir uns mal das Diagramm zu der Leistung an. Ja, da ist nicht viel los, ne? Oh. Also da stimmt was gewaltig nicht. Der Jan hatte gerade schon eine gute Vermutung. Wir gucken mal unter die Haube, interessant. Aber erstmal gehen wir zum Besitzer. Keine guten Nachrichten. Der müsste sich zäh anfühlen wie ein Hund, also wie so ein schlapper Hund. Was schätzt du, 122 PS, was schätzt du, was er hat? Also jetzt nach dem, was ich jetzt gehört habe, 90 vielleicht. 72. 72. Also er schafft bis 5,5, dann ist Ende. Er will einfach gar nicht mehr. Ich gucke jetzt mal unter deiner Haube und will mal schauen, ob der Gaszug Vollgas bekommt, weil dein Gasweg auch sehr kurz ist. Ja, ja. Wir gucken uns das jetzt mal eben unter der Haube an und gucken mal, ob wir da was retten können. Sven, komm mit. Jo. Ach, guck mal, hier siehst du das Gestänge. Ich trete mal Vollgas und ihr guckt euch das zusammen an, ob da noch Luft ist. Ja. 4? Oh, 5 mm auf dem Gestänge. Da kann ich nur mal 5 mm nachdrücken. Es ist nicht viel, ist aber ausgelutscht. Es hat nichts mit dem Gaszug an sich zu tun. Kann man das strammer stellen jetzt? Also auf schnell? Muss der Luftfilter komplett für weg. Da hast du diese Rändelschraube. Ich kann sie nur nicht drehen, weil sie scheinbar im Kontakt ist. Da bewegt sich nichts. Ja, da ist wahrscheinlich das Gestänge oder am Gaspedal eine Klammer los oder was. Also da muss man auf jeden Fall nacharbeiten, aber das beziehen wir jetzt den Besitzer und zeigen es ihm nochmal. Auf schnell können wir da nichts machen. Ja, 73 PS sind übrigens 144 Newtonmeter. Aber guck mal dein Gasgestänge nach, da ist irgendwas ausgenudelt, dass du das strammer kriegst, dass der auch wirklich Vollgas bekommt. Dann ist da mehr Leistung. Weil du sagtest, das ist eh dein Daily Driver. Du wolltest Daily, eigentlich mit dem anderen Auto kommen. Ich wollte eigentlich mit dem 300er SEL 126er kommen, aber da habe ich... bisschen Problem, Getriebeölverlust. Ah, und Automatikgetriebe auf dem Prüfstand bei Mercedes Volllast, eh nicht ganz so geil. Ja, aber jetzt weißt du ja schon mal, was an deinem Daily noch was zu tun gibt. Gas zu einigen und dann hast du auch ein bisschen mehr Qualm. Ich schaffe nebenher beim Verwerter, ich habe zwei Schlachter da stehen, es wird getauscht und dann... Perfekt, da hast du es ja da. Weiter. Und ich sehe das Kennzeichen HP für Heppenheim eigentlich. Genau. Wir haben ja hier ein Ort eingezeichnet, mein Geburtsort. Wo in der Nähe müsste das sein, wo du her bist? Das ist quasi genau hier im Dreiländereck. Weil das ist, hier ist Mannheim und quasi ein Stück... weiter hoch, eine Ortschaft weiter ist hier. Also bist du jetzt hierher 285 Kilometer gefahren? 306. Na okay, er lag ja knapp daneben. Ja super, ich danke dir fürs Herkommen. Alles und klar, trotzdem ich noch viel Spaß. Ciao. Ciao, ciao. Ja, jetzt frag mich, was es genau ist. Den Sitzen nach ist es ein GTI Edition. Dem Tacho kann ich gar nichts nachordnen. Ist nämlich ein Meilentacho. Feld kann ich auch nichts mehr sagen. Erzähl uns mal, was du da für einen Golf hast. Ja, Golf 3 GT 1.8er habe ich von einem alten Herrn gekauft. Der stand jetzt 10 Jahre einfach nur rum. Ein paar Sachen hat er, was noch gemacht werden müssen, aber habt ihr echt günstig. Aber gekriegt. Hast du den so umgebaut, weil GTI Edition Sitze drin? Die Meilentacho? Das Meilentacho habe ich eingebaut. Okay. Und auch Abgasanlage habe ich auch gemacht. Das ist, glaube ich, eine Gruppe A, kann das sein? Ja, super Sprint. Noch die alte, aber ein bisschen schief geschweißt. Fand ich früher mal cool, die Endo-Optik, 60 mm Endo, der Schaltkopf müsste rund sein. Genau. Ich glaube, die ist ohne TÜV, aber naja. Nee, hat tatsächlich irgendwas. Hat die TÜV? Ja, die hat TÜV. Tornado Rot, wenn mich nicht alles täuscht. 90 PS, also war es ja ursprünglich mal ein GT. Genau, es ist auch ein GT. Die GTI-Sitze, keine Ahnung. GT Spezial oder normaler GT? Normaler GT. Motor Kembo-Stabe habe ich, meine ich, noch im Kopf gehabt für 90 PS ABS. Richtig. Bin ich stolz auf mich. Ich sag dir 92 PS. Ich hätte gesagt, so 85 wären schön. Ich sag. Weil er ist ja nun auch schon 27 Jahre alt.
Das macht nichts. Der Motor ist einfach gut. Ich sag 92 PS, wir gehen in die Messung und schauen, was rumkommt. Golf 3. Für mich halt einfach das Auto so, ne? Golf 2, Golf 1, Golf 3. Wenn man so eine Rangliste von Golf hat, was der geilste Golf und was der schlechteste Golf ist. Und es ist echt schwer. Also ich würde auf jeden Fall mit dem 1er Golf anfangen. Mhm. 2er, also dann definitiv 2er. Und dann bin ich echt hin und her gerissen zwischen 4er und 3er. Da fragst du mich. Was wäre dir lieber, 4er oder 3er? Ich glaube tatsächlich, ich würde den Golf 4 auf 1 sehen. Den Golf 4 auf 1? Ja. Es gibt geile Sondermodell, Yubi Golf R32. Das sind natürlich geile Dinger. Aber nee, auf keinen Fall. Da bleibt bei mir der Golf 1 auch der Golf 1. Golf 2, wie gesagt, schon auch noch geil. Aber dann wird es schwer, Golf 4 oder Golf 3. Und ich sag euch, das Schlusslicht an Golf, auch wenn es jetzt wehtut für viele, ist der Golf 5. Okay. Da würde ich einen 7er bevorzugen, einen 6er bevorzugen, aber kein 5er. Ja. Der 5er ist für mich der schlechteste Golf 5. Also der 5er Golf. Den mag ich am wenigsten. So, hier haben wir wieder ein GT-Modell. Sitze sind, wie gesagt, sieht man, GTI-Edition. Steht hier hinter meinem kleinen, dicken, fetten, zarten Rücken. Ansonsten haben wir hier Fensterkurbeln an Bord. Keine großen Extras, außer Bordcomputer. Den hatte der aber werksmäßig. Hier haben wir aber einen Pixelfehler. Öltemperatur 14 Grad ist technisch nicht möglich. Wahrscheinlich 114 oder was auch immer. Was haben wir für eine Außentemperatur? 19 Grad, das wäre auch schön. Vierten Gang, volles Rohr. Soundmäßig ist schon nicht schlecht. Ne? Soundmäßig ist sehr gut. Cool, der Motor sauber, zieht der durch. Obenrum Power. Boah. Da ist der Drehzahlbegrenzer, den man so gerne hört. Motor ist sehr gesund, kann ich nicht anders sagen. Fühlt sich auch gut an, gibt nichts zu meckern. Aber ich sagte ja, die Motoren waren für mich die beliebtesten. Also ich mag dieses Motorkonzept wirklich am liebsten. Ist ja seit Golf 2 oder prinzipiell auch schon Golf 1. Ich glaube 827 nennt sich der Motorblock und meiner Meinung nach einer der bewährtesten Motoren bei VW. Und jetzt schauen wir, was der Motor an Leistung hat. 92 PS habe ich gesagt, ne? Ja. Ich liege leider ein bisschen drüber. Aber ich sag ja, Motoren sind geil, gibt's nichts zu reden. Cooles Teil, können wir ausdrucken, direkt so zum Besitzer gehen. Ja, so wie ich schon vermutet habe, ich habe 92 gesagt, es sind aber 95 PS und du hast 151, 152 Newtonmeter. Blitzsauber, läuft Bombe, gibt nichts zu meckern. Und egal, was die gelaufen haben, die laufen eigentlich immer die Motoren. Ja, perfektes Auto, perfektes Diagramm. Cuxhaven habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Von ganz oben kommst du. Genau. Auch nur für die Leistungsmessung? Ja, also ich wollte sowieso schon damals mal herkommen. Da war dann irgendwie kurzzeitig das Auto kaputt und so. Und jetzt dachte ich mir, fahre ich mit meiner Freundin auch noch mal ins VIP und so. Natürlich, du machst also den Dortmund-Trip. Genau, und die Museum gehen wir natürlich auch noch. Und ich habe auch noch was für dich. Okay. Hast du den Halle 77 Korthut gesehen? Ja, ich sehe es gerade. Da sehe ich den Halle 77 Hut. Der ist für uns. Der ist für euch. Oha. Oh, geil. Passt eigentlich von der Farbe her super in den 1er Golf, ne? Ja. Problem ist, wir haben keine Hutablage. Wir müssen beim 1er Golf eine Hutablage holen. Die habe ich leider nicht. Ja, sehr geil. Dankeschön. Oh, und Papier wäre für dich dann auch dabei. Oh, wunderbar. Hast du oft Waldgänge? Eigentlich nie, aber... Wegs haben wir mal drüber gesprochen. Kann sich dann ändern, genau. Dank dir. Als allererstes, das Aussteigen wird jetzt eine Wonne für euch. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil mein Oberkörper, hier ist die Sitzkante. Hier, ich muss hier durch diese Lücke meinen fetten Kadaver bekommen, plus meine Beine über diese Sache. Ich bin über 40. Oh Mann. Das lachen wir dir gleich noch vergehen, du fährst nämlich auch nicht. Was kannst du mir denn zu deinem Auto erzählen? Ist früher mal ein 318 Ti gewesen, ist jetzt ein 323 Ti mit geänderter Abgasanlage vom M3, mit M50-Brücke. Abstimmung, hat keine originale Kurbelgehäuseentlüftung, Servo ist runter, Klima ist runter. Ja. Und ansonsten Leichtbau. Das merke ich, aber auch schwer Einstieg.
Ja. Aber ich habe, du faltest dich da auch so ein bisschen raus, ne? Ist eine Gewöhnungssache. Also. Okay, du, weil du weißt, welche genau, du zuerst drehen musst. Genau. 170 haben die, glaube ich. Genau, 170 Original, als Serie. Und ich habe die Erfahrung hier am Prüfstand gemacht, wahrscheinlich du auch schon. Ja, ich habe da nicht gesehen. Wenn man was verändert bei dem Motor, ja, geht das oft in die Richtung nach unten. Ja. Gibt natürlich auch Fälle, wo es da oben geht. Was sagt dein Gefühl dir denn? Also vom Anzug und vom Fahren her hat er auf jeden Fall mehr als vorher, vom Gefühl her, weil ich bin ja vorher als Vierzylinder gefahren, dann original als Sechszylinder. Ja. Und dann jetzt geändert und meistens trübt mich mein Gefühl nicht. Also ich hoffe es natürlich, dass er mindestens, also so Richtung 2 geht. Also mindestens, wenn er 200 PS hat, bin ich glücklich. Also von 170 auf 200. Genau. Hubraum ist aber nicht verändert worden. Nee, Hubraum ist nicht verändert. Aber das sind ja 2,5 Liter E, genau, ne? Also der M52B25. Ich würde sagen, wir messen den jetzt. Ja. Ich sag dir gleich, ich bleibe im Auto sitzen. Du kannst auch noch Drehzahlerhöhung, ne? Also bis 7,2 kannst du... Also ich drehe den bis zum Begrenzer. Kannst du machen. Fünfganggetriebe ist da drin? Fünfganggetriebe. So, messen wir im vierten Gang, aber trotz alledem, weil der fünfte ist dann sehr lang. Man, der fünfte Gang ist bei denen zwar 1:1 übersetzt, mhm, aber ich guck's mir gleich einfach mal alles an, wie das Auto hier geht. Freu dich gleich aufs Einsteigen, nicht so früh lachen. Jetzt darfst du rein. Okay. Bin mal gespannt, wie elegant das aussieht. Ja. Ist schon was enger, Alter. Ne? Nicht so. <Jo. lacht> Zweimal Presswurst hier im Auto. Boah, viel. Sollen wir noch ein paar Kinderriegel holen? Oh, ich glaube, dann kommen wir hier nie wieder raus. Wir kommen jetzt eh schon nicht raus. Fahren heute aber nach Hause. Okay. Ich mache euch schon mal das Lichtchen hier an, dass wir hier was sehen. Von Innenraum sieht geil aus, ne? Ja, das auch ist von halt außen ist freaky das Auto. Hardcore, ja. Macht, also sowas finde ich auch geil. Ein- und Aussteigen ist für mich Opa natürlich nicht so das Angenehmste. Aber ich sag dir, was sich gleich am meisten wegscheppert, sind die Geräuschkulissen hier drin. Der hat so ein lautes Surren gemacht von außen. Das sind die Reifen. Jetzt heißt es wieder, nicht, dass viele jetzt sagen, der Prüfstand müsste mal dringend aufstehen. Das sind wahrscheinlich Semi-Slicks oder irgendwelche Slicks. Und die machen unfassbar laute Abrollgeräusche. Deswegen nimmst du halt fast nur Abrollgeräusche außen wahr. Von innen ist das aber ganz anders. Oh, sehr da kurz, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Und wir beginnen die Messung. Guck mal, bei knapp Leerlaufdrehzahl. Also wirklich perfekter Drehzahl. Vollgas. So, wir sollen festhalten bis zum Begrenzer. Günstig Reifen, Nankang als Semi-Slick, finde ich keinen schlechten Reifen, ich würde sogar eher sagen, ein guter. Wobei der Toyo R888 auch ein geiler Semi-Slick ist, wobei vielleicht noch ein, ich weiß nicht, ich habe beide nicht zusammen getestet, aber ich war mit dem Toyo zufriedener. So, Leistung? Ja, 200 hätte er gerne. 170 hat der Motor Serie, der dreht deutlich höher wie Serie, deutlich höher. Mhm. Bin echt gespannt aufs Diagramm, ich habe es noch nicht gesehen. Oh. Guck mal, das kann man sich gut was angucken. Das finde ich jetzt geil zu erklären. Wir haben eine Leistungssteigerung von 5 PS. Mhm. Aber guck mal, die höchste Leistung ist bei 6,3. Danach fällt das ab bis auf, ich muss mal eben auf Dialyse gehen, ungefähr 160 PS. Also von 175, es gehen 15 PS verloren. Rein theoretisch ist das Quatsch. Also die Drehzahlerhöhung jetzt? Die Drehzahlerhöhung ist rein theoretisch Quatsch. Aber wenn man zum Beispiel bis hierhin dreht, jetzt wenn ich sage, ich drehe den bis knapp über 7 und mache einen Gangwechsel, springt da ungefähr hierhin. Ja. Dann bin ich natürlich, wenn ich im Rennmodus bin, auf der Rennstrecke, falle ich nicht so weit zurück. Wenn ich jetzt sage, wir schalten bei 6200 Umdrehungen, springe ich hierhin zum Beispiel. Und das könnte sich nachteilhaft auswirken. Also vielleicht hat es auf einer Rennstrecke einen Sinn, aber leistungstechnisch bräuchtest du ihn nicht so hoch drehen. Maximale Leistung ist bei 5,9 und bei 6,2 geht es bergab.
Aber es kann auf einer Rennstrecke sich natürlich anders auswirken, wenn du immer die Übergänge halt besser hast. Schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst oder ihr versteht, was ich meine. Sehr interessant, dein Auto. Du hast eine Mehrleistung, hast zwar kein 200 PS, sondern 175, aber guck mal, deine Leistung fällt bei 6,2 ab und fällt ab und stagniert so bei 158, 159 PS. Also die Drehzahlerhöhung in dem Falle bringt nichts. Jein, bringt nichts. Wenn du auf einer Rennstrecke bist und du würdest bei 6000 schalten, ich weiß natürlich nicht, wo deine Gangübersetzung ist, wo du dann hinspringst. Weil das kann natürlich sein, dass du dann so weit abfällst, dass der Motor da weniger Leistung hat. Aber an sich siehst du jetzt deutlich, ich habe ihn ja bis zum Drehzahlbegrenzer festgehalten, anhören tut sich das saugeil. Im Auto hätte ich jetzt auch gesagt, das fühlte sich nicht anders, ob die Leistung abfällt, aber es ist wirklich so. Aber sehr, sehr interessantes Auto, mal ein bisschen dran. Sehr, sehr geil. Also ich wäre damit zufrieden. Du müsstest halt gucken, was hier oben rum passiert, warum er so abfällt. Hast du andere Nockenwellen drin? Nee, noch gar nicht. Das wird das Problem sein, weil die Füllung der Nockenwelle das wahrscheinlich nicht zugibt. Du hast auch noch die Seriendüsen drin. Ja, aber viel Sprit hilft nicht viel. Du musst ja auch den Sprit in das Auto, sprich mit Luft reinbekommen. Also ich glaube, hier musst du an Nockenwellen arbeiten, um diese Drehzahl fahren zu können. Okay. Einmal gebe ich dir das und du hast eine ganz besonders große Ehre. Weißt du welche? Ich darf runterfahren. Richtig. Bei dem Auto gibt es was Besonderes. Man erkennt was am Geräusch. Hör mal genau hin. Du verrätst nichts da hinten. Der Anlasser klingt merkwürdig, oder? Ist der immer so laut? Nicht immer, aber man erkennt mit zu. Also ich bin mir sicher, der Jan wird es mit zu'n Augen erkennen. Ich auch. Micha auch. Warum klingt das wohl so komisch? Boah. Guck mal hier rein. Automatik? Genau, weil er ein Automatikgetriebe hat. Golf 1 und Golf 2. Typisches Geräusch. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, die haben nur so eine dünne, die haben ja keine Schwungscheibe, sondern nur so einen Anlasserkranz, der auf so einem Blech läuft und wo der Wandler dran geschraubt wird. So wie ich mich erinnere. Und deswegen macht er dieses helle Geräusch. Golf 2. Der läuft zu dir? Genau, ja. Als allererstes sehe ich am Kennzeichen Friedeburg, richtig? Friesland, also GV. Das ist ganz oben in der Nähe von, also warte, lass mich lügen, jetzt muss ich selber mal überlegen. Ich hoffe, ich zeige es nicht falsch. Irgendwo in dem Raum? Genau oben. Also in der Nähe von Wilhelmshaven? Ja, genau, richtig. Was hast du da für Motor drin? Das ist ein 1,6er Motor, Motorkernbuchstabe PN mit 69 PS. Ja. Nichts gemacht, habe ich letztes Jahr so gekauft, TÜV drauf gemacht, mein Alltagsauto fährt. Tut, was er soll. Sieht auch aus wie ein stinknormaler Golf, da ist in rein gar nichts verändert. Ne? Gar nichts, nein. Ich habe gar nicht auf dem Tachostand geguckt, was hat der? 151.000 hat er jetzt gelaufen. Ja. Den hatte vorher eine ältere Dame gefahren, 25 Jahre, da habe ich den aus ihrem Besitz gekauft und alle Flüssigkeiten, alles einmal schick gemacht und er läuft. Aber siehst du, ich sag mal, einen serienmäßigen Golf 2 auch kaum noch. Kaum und ich bin mir ziemlich sicher, gibt dem Auto noch 3-4 Jahre, werden die richtig teuer. Weil dann gibt es die auch nicht mehr, die Standardmodelle. Richtig, ja. Habe ich einen knappen Tausender für bezahlt. Ne? Und das ist jetzt für Golf 2 Zeiten, wir hatten es im letzten Prüfstandsvideo, Golf 2 geht hoch, geht deutlich hoch. Weil der 1er Golf, egal welcher Motor, teuer. Golf 2 noch in Betonung, günstig, sagst ja 1000 Euro. Ich sag euch, in dem Zustand, Lack blass, ein bisschen Rost, hier was geschweißt, so wie es gerade gesagt hast, Automatik ist vielleicht auch nicht unbedingt das beliebteste. Super, aber ich, ja, aber ich sage, die Dinger gehen preishoch. Ja. Die werden teuer, weil sie auch immer seltener werden. Aber du bist mit dem Automatikgetriebe zufrieden? Total zufrieden. Wir haben Getriebe immer gewechselt, das schaltet butterweich, also läuft. Die gute Dreigang-Automatik. Genau. Das wird jetzt auch lustig zu messen, aber die fühlt sich mit dem Motor in Verbindung sehr zäh an. Also das Auto reißt keine Bäume aus oder sonstiges. Ne? Fühlt sich recht spritzig an. Also so für diese Verhältnisse finde ich das gut. Er läuft gut. Ich teste die Spritzigkeit jetzt. Super, danke. Ach ja, die gute alte Dreigang-Automatik. Dreigang? Ist geil, weil du bist ja gerade der Golf 1-Fahrer. Könntest du dir den vorstellen, auch als Automatik zu fahren? Boah, ich weiß gar nicht, wie sich so eine alte Automatik fährt, ehrlich gesagt. Gar nicht auf dem Schirm. Ich kenne nur 7-Gang DSG. Die Jugend von heute. Wir gehen jetzt direkt in die D rein, weil ich spüre bei dem Auto, wann der in der dritten Fahrstufe ist. Wir messen in der letzten Fahrstufe. Gehen wir wieder auf den Tacho so ein bisschen. Jo. Und dann sag mir, wann er schaltet, ob du das spürst. Ich sag mal nichts. Jo. Du sagst mir, wann er schaltet, ne? Ich probier's. Okay, auf geht die Fahrt. Jetzt? Ja.
Jetzt? Richtig. Jetzt sind wir in der dritten Fahrstufe. Jetzt geben wir langsam Vollgas, dass er nicht zurückschaltet. Und jetzt sind wir im richtig Vollgasmodus. Und jetzt fragst du mich, ja, wie hoch drehst du den denn jetzt? Ne? Ich weiß mittlerweile, man hört auch am Geräusch, welche Drehzahl das ist und wann der Motor definitiv keinen Bock mehr hat. Das war jetzt. Ja, wo ich 23 war, habe ich Automatik gesagt, was will man damit, scheiße. Heute finde ich das irgendwie cool. Automatik ist das Entspannteste, was es gibt. Sportlich fahren ist ja mittlerweile auch kein Thema mehr mit den neuen, sage ich mal. Nee, und zumal 1,6er, 70 PS oder 69 PS, ja. Der ist auch als Schaltgetriebe kein GTI-Jäger. Wahrscheinlich also, nicht. Daher sage ich mir, die Automatik, warum nicht? Also ich würde die Schnipp finden. Aber sind die ersten zwei Gänge dann nicht extrem kurz und der letzte sehr lang? Nee, ich habe ja wenig Gas gegeben. Weil wenn ich jetzt überlege, der Golf hat vier Gänge, die ich manuell schalten kann und der dreht ja relativ hoch, wenn ich schon 100 fahre im vierten Gang. Richtig. Genau, und bei dem hier habe ich das Gefühl, das ist was entspannter gewesen. Ja, weil die drei Gänge recht lang übersetzt sind. Also der erste Gang schaltet, wenn du Vollgas fährst, so bei 60 vermute ich. Der zweite Gang irgendwas so um die 100, 110 und dann kommt die letzte Fahrstufe. Mhm. So, jetzt gucken wir mal, was da noch an Leistung anliegt. Weil Automatikfahrer, oder man sagte früher Automatik, haben nicht ihre Leistung oder haben weniger Leistung durch das Getriebe. Und das gucken wir uns jetzt an. Wir zeigen das Diagramm jetzt mal ungeschnitten und dann zeige ich euch, was ich meine. Jetzt siehst du hier hinten den Buckel und sagst dir, oh, guck mal hier, Junge, richtig Leistung. Aber das ist das, wo der Wandler nicht auskuppelt. Dieses muss ich jetzt wegschneiden. So, und guck mal, ich lag gar nicht so schlecht. Der Motor bleibt fast auf seiner Leistung. Der Wagen soll 69 PS haben. Mhm. Was sagt ihr das? Alles im Saft. Alles im, was, im Saft? Im Saft, sagt man so. Alles nicht im Sack? Nee, im Saft. Ja, der Saft. Der Sack ist im Saft. Oder der steht voll im Saft. Der Sack. Komm, lass das Thema. Du bist neugierig, ne? Absolut. Was schätzt du? Oh, ich denke, der hat seine Leistung, das glaube ich schon. Wie viel PS soll er haben? 69. 69,8. Nein, auf also den Punkt. Auf den Punkt ganz genau. 110 Newtonmeter, das kann ein bisschen mehr sein, weil du kannst ja nicht direkt Vollgas geben, weil dann würde der Motor ja runterschalten. Mhm. Und das umgeben wir ein bisschen, aber Leistung oben raus, geil. Fühlt sich auch im Auto alles völlig entspannt an. Ja. Voll geil, also mega geil. Danke, dass du dich damit hier auf den Weg gemacht hast und ich sag mal, hast ja doch ein Stück Fahrt schon hinter dir. Ja, so ein paar, du weißt nicht, 300 Kilometer waren das, ne? Ja, wünsche ich euch viel Spaß noch hier in Dortmund. Kommt gut heim wieder. Danke. Audi A4 B5 im kompletten Serientarn. Ja, wir holen uns mal ein paar Daten ein, was wir hier für einen Motor haben. Könnte ein 1,6er, könnte ein 1,8er sein, könnte auch ein 1,8 Turbo sein. Was für Motor steckt denn in eurem A4? 1,8er Non-Turbo, 125 PS. Auto hat super wenig gelaufen, habe ich gerade gesehen. Aus erster Hand von einem Rentner, also von einem Händler abgekauft. Der hat die aufgekauft, aus erster Hand Checkheft gepflegt. Wie lange habt ihr ihn jetzt? Seit Mai letzten Jahres. Ärger damit gehabt? Airbag-Steuergerät war kaputt jetzt, glaube ich, letzten Winter. Ja. Ansonsten, der Thermostat ist jetzt kaputt gegangen vor kurzem. Und ansonsten eigentlich gar nichts. Also ich hatte den als 1,8 Turbo gehabt, als erstes Auto. Da hatte ich nur Theater mit gehabt. Bist du denn mit der Leistungsverlust in dem Fall, also du hast ja Leistungsreduzierung, bist du denn trotzdem zufrieden mit dem Auto? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, der wird ein bisschen mehr Leistung sogar haben, denke ich, als die 125. Der 150 PS Turbo, der kickt, wenn der Turbo kickt, dann ist es schon mal ein bisschen anderes. Ne? Genau, du hast halt das Drehmoment, was dich dann so das Gefühl sein lässt oder dass das Gefühl viel mehr Leistung hat. Der wird kontinuierlich sauber hochdrehen und du sagst, er hat sogar einen Ticken mehr, vermutest du? Also so ab 4 merkt man schon, dass da mehr kommt. Oh, da bin ich mal gespannt, wenn du das fühlst, ob man das auch im Diagramm jetzt gleich sieht. Ich hoffe zumindest. Ja, wir gucken es uns jetzt an und dann zeige ich es dir gleich. Ja, danke. Perfekt. Echt ein schön gepflegter A4 B5, wirklich. Ich finde, wenn man diese Autos ein bisschen optisch verfeinert, ein dezentes Fahrwerk rein, in die Richtung BBS, Le Mans und sowas, mit 18 Zoll, eine dezente Tiefverlegung, also nicht bis in die Radhäuser rein, wunderschöne Autos als Limousine. Ja. Also finde ich voll geil, diese Autos. Das muss ich sagen, optisch gefallen mir die sehr gut. Motorisierung, schwere Frage. Also 1,8T, ist okay, die Sechszylinder sind nicht ganz so meins. Ich glaube, ich würde mich für einen 1,8er Turbo entscheiden. Oder halt auch für einen TDI. Aber da sind sie ja leider, ich glaube, ich gab den sogar als 2,5 Liter 150 PS oder sogar auch 180 PS. Dieser hier hat 125.
Und der Besitzer sagte ja, dass er ab 4.500 oder ab 4.000 Umdrehungen einen Leistungszuwachs spürt. Das ist schon krass, das ist sehr dezent, aber ja, scheint es richtig zu spüren. Wir gehen mal auf den Drehzahlmesser und wir geben mal Vollgas. Für mich ist das ein moderner Motor, der das als Sauger sehr gut macht. Was der Besitzer ja gerade sagte, Thermostat ist leider kaputt und deswegen wird die Betriebstemperatur, gerade mit dem riesen Gebläse davor, was extrem gut kühlt, geht das Auto natürlich nicht mehr über 70, 80 Grad Wassertemperatur. Dadurch steigt natürlich jetzt der Verbrauch. Ich bin mal gespannt, was mal die Leistung sagt. So, wollen wir schauen. 125 PS haben diese 1.8er Non-Turbos. Oh. Das sieht nicht so gut aus, ne? Mal überlegt, 125, guck mal im zweiten Test. Guck mal, da lief er obenrum ein bisschen besser. Im ersten Lauf ist er untenrum schlechter, rote Linie. Haben wir ähnliches Drehmoment, fällt aber obenrum ab. Jetzt haben wir mehr Drehmoment im zweiten Lauf, aber weniger Endleistung. Wir nehmen natürlich den ersten Test, aber trotzdem liegen wir unter Serienleistung. Na, wir gehen mal zum Besitzer. Gute und schlechte Nachricht, dein Gefühl hat dich nicht getäuscht, dass es bei 4000 Drehungen gefühlt mehr Leistung ist. Es ist auch mehr Drehung, mehr Leistung, aber du liegst ein bisschen unter Serienleistung, aus 120 PS und 154 Newtonmeter. Würde ich mir aber wirklich keine Gedanken machen. Im zweiten Lauf hat er zum Beispiel das genau umgekehrt gehabt, hat er mehr Drehmoment gehabt, aber weniger Endleistung. Das ist dann wahrscheinlich hier eine Elektronik, die da ganz fein reinregelt, je nachdem, was du für einen Kraftstoff tankst etc. pp. Ja. Würde ich mir keine großen Gedanken zu machen. Das passt so in die Welt, denke ich. Dankeschön. Aber der Zustand ist halt wunderschön von innen. Ne? Also echt Bombe. Heute Morgen haben sie uns da drei Kratzer mit dem Schlüssel reingedrückt. Ja. Heute Morgen? Ja, heute Morgen. An der Seite. Der hier. Und dann der Motorraum. Aber warum? Warum an vier Stellen? Warum? Ich frage mich immer, warum machen Menschen das? Egal, was sie für ein Problem zum Beispiel mit dir oder mit dir hätten, das Auto kann da gar nichts für. Also Auto zerkratzen ist so ein Thema, was ich bis nie begreifen werde. Und ich wüsste, wenn ich jemand anders sehen würde, der nicht an meinem, sondern an ihren wildfremden Auto kratzen würde, ich würde dem seine Kollegen unten umdrehen, dass der bis nach oben schreit. 100%, weil das gehört sich nicht. Wenn ich mit dir ein Problem habe, was löst das Problem, wenn du mein Auto zerkratzt? Nö. Auf keinen Fall, das Problem ist ja trotzdem noch da. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Kommen und kommt wieder gut heim. Danke. Machen wir, Dankeschön. Golf 4, vom Geräusch her würde ich sagen 1.9er TDI. Sehr schöner Umbau, von innen habe ich schon ein paar Sachen gesehen, da gehen wir gleich drauf ein. Sieht echt schick aus von innen. 131 PS Basis. Was du alles weißt. Ja, das sind so die Lieblings-Tuning-Modelle. Und da ich da drin sehr viele Veränderungen sehe und du auch ein Motorsteuergerät in der Hand hältst, gehe ich davon aus, dass das leicht frisiert ist. Magst du ein bisschen was erzählen dazu? Ja, aber nur ganz leicht. Ne? Also alles Serie bis auf Steuergerät. Das wurde ein bisschen angepasst. Ja. Aber keiner weiß so genau, wie jetzt und in welcher Art und Weise. Und dazu habe ich noch ein zweites mitgebracht. Und ich will einfach mal checken, wie es aussieht, was denn da jetzt tatsächlich am Ende des Tages rauskommt. Bist du beide Steuergeräte schon mal gefahren? Ja. Beide haben aber wahrscheinlich eine Software drauf. Ja. Spürst du deutliche Unterschiede? Nee. Also so gut wie gar nicht, vielleicht im Drehmoment, aber auch nur durch den Popometer, gar nicht jetzt irgendwie an Zahlen oder Daten. Okay. Deswegen würde ich ganz gerne mal checken, was. Wo wird die Reise ungefähr hingehen? Man sagte wohl, 150 PS soll eine Option sein, bei beiden übrigens. Aber da das Kfz jetzt bei mir 16 Jahre in meiner Hand ist, mit über 440.000 Kilometer, gehe ich mal davon aus, wenn er die Serie hat, mit dem Steuergerät 130, ist das vielleicht ganz gut. Ne? Erster Turbo, erste Pumpe, Düse-Elemente. Erste Turbo, erste. Alles original noch, von daher. Ich sage obwohl er sich gut fährt. Ne? Obwohl ich sage dir trotzdem, die 131 PS ist der beliebteste Tuning-Motor bei VW. Also meiner Meinung nach. Und wenn die soft geschippt waren, haben die schon immer 170. Immer. Also, und wenn die richtig hart ans Limit genommen wurde, dass die Pumpenelemente absolut am Ende sind, dass der auch blökert wie eine Sau, also richtig rußt, dann haben die natürlich auch bis zu 190 PS schon gesehen. Kann ich mir kaum vorstellen. Fährt sich gut, macht Spaß. Aber sieht von innen aber auch sehr interessant aus, finde ich. Da freue ich mich gleich am meisten drauf, wenn wir beide drin sitzen. Da gibt es viel zu entdecken, viele Kleinigkeiten, die ich richtig geil finde. Ja, wir messen und schauen. So sieht's aus.
So, Golf 4, jetzt haben wir eigentlich gut alle Golfe gerade durch, außer den 1er Golf. Und bei dem Auto, habe ich es gerade schon gesagt, fällt mir Innenraum sehr viel auf. Der hat eine Lichtautomatik, ja. Und der Tacho ist hier komplett umgebaut. Guck mal, jetzt zeigt er uns zum Beispiel an, das Auto, dass die Motorhaube auf ist. Das mhm. ist nicht Golf 4 typisch. Jetzt bestätige ich, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Golf 6 Lenkrad. Richtig. Das. Und dann kann ich mir hier Ladedruckwerte anzeigen lassen, Tachowerte, also... Ich wüsste jetzt nicht, wo man durchdrückt, ich will das jetzt auch nicht verstellen, aber Ladedruck ist ja schon mal ein Indiz, den wir gut gleich brauchen können. Ne? Ja. Also da muss ich sagen, das ist das Problem zwischen Golf 3 und Golf 4. Für dich ist es eine klare Sache, Golf 4, ne? Ja. Ja. Ich glaube auch, dass der Golf 4 mich fast ein bisschen mehr flasht wie der Golf 3, muss ich sagen, weil hier auch Recaro-Sitze drin und, das ist schon natürlich eine voll geile Sache. Ne? Das sind aber Audi-Sitze, glaube ich, oder? Meinst du? Also ich finde, die sehen aus wie die im RS4 B5. Ich meine aber, dass es die Sitze auch im Vierer gab. Okay. Aber das fragen wir gleich mal. Jetzt strampeln wir bei 12 Umdrehungen voll ins Netz, ins Gas. Du guckst am Drehzahlmesser und Ladedruck und ich guck beim Spiegel wegen Rußbild. Wir haben ja jetzt eine andere Steuergerät drin, ob der jetzt auch so rußt. Aber ich sehe gerade, wir sind noch in der Warmlaufphase, da können wir mal was probieren. Ja, das, ich habe ja jetzt gesagt, weil das Steuergerät geändert wurde, dass das sich einmal kalibriert, sich einmal Werte holt, lassen wir es jetzt nochmal im Warmlauf und da sehen wir nämlich auch am Prüfstand den gelben Punkt. Das heißt, wir sind gar nicht messbereit. Ah, okay. Deshalb rollen wir jetzt nochmal aus. Aber die Tachobeleuchtung ist auch umgelötet auf weiß. Die ist original, glaube ich, blau, oder? Genau. Ja, ich finde, also hier hat auf jeden Fall jemand gearbeitet dran, der weiß, was er tut. Ich weiß gar nicht, ob es das Display so zu kaufen gibt, aber das finde ich schon sehr, sehr geil. So, jetzt Vollgas. Da bin ich mal gespannt. Oh, ein Bar, 1,12 habe ich gesehen, jetzt 1,1. Wir drehen ihn bis fast 4,6, da fühlt er sich auch mit Leistung an. Und was mir auffällt, bei dem Steuergerät zum ersten deutlich weniger Qualm. Also das war schon deutlich, vorhin hat sich der ganze Raum hier schwarz gefüllt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Ich denke schon, ich bin in der Nebelwolke förmlich verschwunden. Ich die stand ja auch hinter der Kamera. Ja. Der Micha ist immer cleverer, der kennt das Ganze schon, der verzieht sich dann immer entweder ins Museum oder nach draußen. Mhm. Du machst diese Erfahrung halt auch noch, die der Micha mal gemacht hat. Sehr schön, sehr schönes Konzept. 131 PS Basis. Ich bin gespannt, was wir jetzt an Leistungsunterschiede zwischen den beiden Steuerräten haben und was wir überhaupt an Leistung haben. Wir gucken uns jetzt erst den ersten Test an. So wie ich es gesagt habe, ne? Also 150 PS ist ein bisschen niedrig gestapelt. 181 PS und 144 Newtonmeter. Mhm. Aber sehr starke Qualm. Dadurch, dass er jetzt weniger gequalmt hat, könnte ich mir vorstellen, auch weniger Leistung. Ne. Eher im Gegenteil sogar. Also leistungsmäßig tut sich gar nichts, aber Drehmoment hat er 7 Newtonmeter mehr. Aber deutlich weniger Qualm hat diese Messer. Also wenn ich dem gleichen Tipp geben kann, definitiv das Steuergerät drin lassen, weil Rußbild ist besser. Und leistungsmäßig, guckt es euch an, da gibt es oben raus null, wirklich null Unterschiede. Nur einmal im Drehmoment Anfettung, also in der höchsten Ladedruckphase, ist da das zweite Steuergerät ein bisschen sauber. Wir drucken jetzt einfach beide Läufe aus, dann kann man das sehen besser. Ist ja für den Besitzer auch besser. Ich bin mal gespannt, für welches er sich entscheidet. Ja, beide Steuergeräte getestet. Ist dir ein Unterschied von außen schon aufgefallen? Deutlich. Beim ersten war deutlich mehr Ruß. Deutlich mehr, ja. Ruß. Was denkst du? Das zweite Steuergerät hat ja deutlich weniger Ruß. Mhm. Und normalerweise heißt es immer, mehr Ruß, mehr Leistung. Denkst du, es sind große Leistungsunterschiede? Also anhand des Rußanteils, dann wohl eher doch, ja. Vom Fahrgefühl her würde ich ja sagen, eher nicht. Aber das muss sich heißen. Genau, das ist richtig gesagt. Ich will dich auch gar nicht sagen, auf Folter spannen. Beide Steuergeräte haben genau 180 PS. Oh, geil. 180 Newtonmeter hat das jetzige Steuergerät, ja. 9 Newtonmeter mehr. Das ist also auch nichts. Mhm. Und wenn du hier das Diagramm anguckst, es ist kaum ein Unterschied zu sehen. Ja. Welches war das Blaue, das erste oder das zweite? Das Blaue ist das zweite. Mhm. Deswegen hast du da mehr Drehmoment. Aber wenn du mich fragst, beide der Steuer drin. Ich würde das jetzt drin lassen, weil deutlich weniger rußt. Also deutlich so, gesünder programmiert. Ja. Trotz der Laufleistung 440.000? Der macht das auch noch bei 900.000. Boah, Hammer. Also Kilometer spielt gar keine Rolle. Wir kommen so oft die Frage gestellt, Mensch, mein Auto ist serienmäßig oder hat 250 gelaufen. Denkst du, ich sollte den noch chippen? Und ich sage immer, klar. Ja, da bin ich ja bei dir. Aber Stichwort Turbo ist ja auch ein Verschleißteil irgendwo, oder nicht?
je nachdem, wie es auch programmiert ist. Du kannst das Ding auch so programmieren, dass du da jetzt 500 Newtonmeter locker reinpumpst und dann ist die Welle abgerissen, weil der Turbolader überdreht. Also man, je nachdem, das wird gut programmiert und ich würde das nehmen mit weniger Ruß. Das fährt sich gesünder und siehst ja 100% die gleiche Leistung. Schönen Dank. Ja, ich danke dir fürs Vorbeikommen und das zeigen. Mir hat es gefallen. Also was mir sehr, sehr gut an dem Auto gefällt, Innenraum ist ja wirklich Taco. Danke, die Sitze, so mit. Sind die aus dem Golf oder sind die aus dem Audi? Aus dem A3. Ach, da kennt ist der Kenner, der weiß Bescheid. Ich habe gerade die gab's auch im Golf. Danke dir fürs Kommen. Gerne, danke. Opel Omega. Als erstes haut mir eine Wasserflasche in den Balch. W40 ist auch am Start. Muss man mal alles gut fetten hier. Wollen wir hören. Felgenwahl interessant, ne? Stahlfelge. Aber die Felgenwahl ist Stahl. Du meinst die Farbwahl? Die Farbwahl der Felge, ja. Kombination ist gewagt. Ja, erzähl mal was zu eurem Omega. Ja, hab ihn jetzt vor knapp 2 Jahren gekauft. Vorbesitz war der bei 2 Rentnern. Der, den mir den verkauft hat, hat mich ein bisschen verarscht. Muss ich sehr viel neu machen. Also der hatte die Ventildeckeldichtung mit Sikaflex abgeschmiert, weil er vorher einen Zahnriemenriss hatte. Hat einen neuen Kopf drauf gemacht. Ja. Und hat die Ventildeckeldichtung drinne gelassen und mit Sikaflex abgeschmiert. Und dann habe ich mich aber die ganze Zeit ich kann dir gleich sagen, die Ventildeckel bei den Dingern waren immer undicht. Aber bei den Eco, ich sag mal Eco-Dreckmotoren. Ja, ja. Der sonst das Auto, bist du denn zufrieden an sich mit dem Auto? Ja, so ist ein Alltagsauto. Genau. Wir haben gerade schon gesagt, Felgenwahl, war das dein? Das war ich selber, ja. Bist du ein Fan von bunten Sachen? Ja, war mal so eine Laune heraus. Lass mich nicht lügen, 144 PS? Sollte er haben, ja. Denkst du, er hat sie? Nicht möglich. Ich muss dazu sagen, Omega B ist auch selten bei uns auf dem Prüfstand, also da bin ich auch mal gespannt. 2,2er, aber ich gehe davon aus, dass die so plus minus 10 PS maximal. Gucken sehen wir ja gleich. Würde ich gerade, wir sehen's. Opel Omega B. Man glaubt es kaum, aber ich habe so ein Auto auch mal lange, lange Zeit gefahren. Boah, die Wasserflasche würde mich hier mal stören. Siehst du das? Ja. Die ist schon, die würde mich da stören. Auch wenn ich sie gerne mal trinke. Was mir hier sonst noch auffällt, mal einfach ins Armaturenbrett gespackst für eine Voltanzeige. Mhm. Das muss man wollen, sage ich immer. Aber was ich lustig finde, guck mal, den USB-Stick. Oder wie heißt es, USB-Port? Ja, das ist ein USB-Port, genau. Sinnvoll genutzt, dass man immer auch den Aschenbecher trifft. Aber ist riesig, so ein Auto, kann ich dir sagen. Guck mal nach hinten. Das ist schon ein riesiger Kombi. Also mehr Kombi geht jetzt fast nicht, hätte ich gesagt. Jetzt kommen die ganzen Volvo-Fahrer hier. Ich kann es überbieten und mit Sicherheit auch noch andere Fahrzeuge. Aber das ist schon ein großer Kombi. Du hast eine sehr aufrechte Sitzposition, kann das sein? Ne, du auch. Ist mir gerade so aufgefallen, als du eingestiegen bist. Stimmt, jetzt merkst du auch. Aber lieber vorne rausgucken, statt hinten rausgucken, sage ich mir immer. Richtig. Bist du startklar? Ich bin startklar. Voll Pull. Ja. Moment. Du bist knapp 6,5 gedreht. 100. Ist ja schon wieder vergessen. 144 PS soll er haben, ne? Ich hab's ehrlich gesagt auch vergessen. Ich meine 144. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was der hat. So, wollen wir mal gucken, was wir hier an Leistung anliegen haben. Boah. Da fehlen schon ein paar. Von obenrum sieht man, Drehmoment fällt ab, Leistung fällt auch ab, aber nicht viel. Ich glaube, sie müsste aber eigentlich, sag ich mal, in diesem Rahmen noch steigen. Warum der obenrum so stark abfällt, kann ich euch nicht sagen. Die höchste Leistung bei 5,2, 190 Newtonmeter für einen 2,2er ist okay, aber Leistung müsste oben raus mehr kommen. Meine steht schlechter? Naja, also wir meinten eigentlich, er müsste gleichbleibend oder besser sein als die Werksangabe. Was hat er, 144 oder 47? 144 hat er eigentlich ab Werk. Ah, 132. Oh. Liegt ein bisschen drunter. Hat ein bisschen was verloren schon. 190 Newtonmeter ist, glaube ich, aber okay. Mhm. Was mir auffällt, dass er bei ab 5000 Umdrehungen bergab geht. Geht ein bisschen ab, ja. Und das ist halt so, wo ich sage, da stimmt was nicht. Weil Drehmoment untenrum, so bei 2000 Umdrehungen habt ihr schon 180 Newtonmeter. Finde ich eigentlich okay. Woran kann es denn liegen? Dann läuft er vielleicht zu fett? Kann alles möglich sein. Kann entweder Zahnriemen-Einstellung falsch, könnte sein, dass die Kompression nicht so hoch ist. Ja, die ist bei dem Motor eh nicht so hoch. Die ist nur bei 10,5, die Verdichtung. Die Verdichtung ist ja was anderes wie die Kompression. Ja, eben. Da hat nichts miteinander zu tun. Aber es könnte so viel sein. Also, dass man da was ausmacht oder dass man sagt, liegt an der Lambda-Sonne, liegt an den Zündkerzen, liegt am Öl, liegt am Motorverschleiß. Irgendwas muss sein, dass der oben raus nicht sauber, also
er quält sich dann in die Enddrehzahl. Bei 5,1 hast du die höchste Leistung und ab dann fällt es eigentlich die Kurve ab. Ich danke euch fürs Kommen. Guck mal. Mercedes W126 S-Klasse. Ich glaube, das ist ein 500er, wenn mich nicht alles täuscht. Einer der unbeliebtesten Autos, die ich persönlich auf dem Prüfstand messe, wegen der Automatik. Wir haben schon 2-3 Mal Sachen außerhalb von den Videos Probleme gehabt damit und ich möchte halt euer Auto nicht kaputt machen. Deswegen mache ich es äußerst ungern und belehre die Leute vorher schon darüber, dass was kaputt gehen kann, weil es ist nicht dafür gedacht, bei Volllast, bei höchster Drehzahl in den Neutralgang zu gehen. Aber wir hören uns mal an, was wir hier für ein Schlitten oder S-Klasse haben. Ja, erzähl mal was zu deiner S-Klasse. Ja, das ist ein W126, erste Serie, 1981 gebaut worden. Das ist ein 500 SE, hat 231 PS, Automatik. Ich glaube, den gab es nie geschaltet, soweit ich weiß. Ich meine, den 8-Zylinder gab es nie geschaltet. Ja. Die kleineren Motoren, 6-Zylinder-Motoren, die gab es geschaltet. In dieser Buchhalterausstattung oder wie ja, hieß, ja, ja, genau. Ja, ja. Aber bei ihm war es nicht so. Wann kam die 126er S-Klasse raus, weißt du das? 1979. 79 war die erste S-Klasse. Und davor war der Vorgänger, wie hieß der? W116. W116. Und die siehst du ja auch schon echt selten, ja, auf der Straße. Da hattet ihr mal auch einen hier, glaube ich, einen 6,9 Liter. Ja, ja, genau. Von der Sterngarage war der richtig, hier, 6,9er. Genau. Der war krass. Ja, aber auch der Besitzer, sowas von ja, pflegeleicht, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Dem habe ich es auch cool erklärt mit dem Automatikgetriebe. Ist egal, wenn er kaputt geht, lass ihn abholen. Ja, also der war echt witzig. Ich hoffe, das lässt sich gleich gut auskuppeln. Ja. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass der nicht seine 231 PS hat, dass die immer deutlich nach unten streuen. Also ich hoffe auf 180 PS. Ja, ich habe so eine Vermutung. Ich hätte jetzt gehofft, dass er noch 210, dass er, naja, vielleicht 200, 210 PS hat und von den Newtonmetern her, dass noch vielleicht 370 da sind. Das Problem ist halt, die 370 Newtonmeter liegen ja relativ früh an bei dem Motor. Genau. Und egal, was ich mache, ich kann es nicht verhindern, dass der nicht runterschaltet, wenn du fast Vollgas gibst. Der schaltet immer zurück. Selbst wenn du im vierten Gang bei niedriger Drehzahl bei 2000 nah ans Vollgas gehst, schaltet der einen Gang zurück. Und das muss ich gleich gucken, dass ich das gut ausrichte. Drehmoment kriege ich wahrscheinlich nicht simuliert perfekt, aber die Leistung oben raus, die werden wir hinkriegen. Und das probieren wir jetzt einfach. Genau, super. Sven, hast du denn eine S-Klasse auf dem Schirm? Dieses Modell hier ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Das ist alles zu weit weg von dir, ne? Ja, tatsächlich. Hast du schon mal sowas drin gesessen? Nee, noch nie. Was sagst du so, dein erster Eindruck? Also Sitz ist unglaublich gemütlich, finde ich jetzt persönlich. Also sehr weich. Man sitzt hier wirklich und man hat riesig Platz zu dir. Also ja, ist geil, ne? Ja. Mercedes war da, glaube ich, der Vorläufer. Als allererstes siehst du hier in einem 82er Auto ein Airbag. Mhm. Ich glaube, Mercedes war einer mit der ersten, die Airbags hatten, genauso was diese Autos auch für bekannt waren, ABS-Systeme. Mhm. Mercedes war, glaube ich, damals der Vorreiter. Ich hoffe, ich sage wieder nichts Falsches, aber so habe ich mich, glaube ich, mal das Thema S-Klasse zumindest gelesen. ABS und Airbag war immer ein großes Thema bei der Sache. Mhm. So, hier haben wir wieder eine Viergang-Automatik. Der vierte Gang ist 1:1 übersetzt, lese ich hier. Wir können unmöglich im vierten Gang fahren, zeige ich euch gleich warum, deswegen müssen wir die dritte Fahrstufe nehmen. Jetzt hast du gemerkt, der Schaltvorgang, krasser wie finde ich in dem Golf. In dem Golf. So, und jetzt sind wir schon in der dritten Fahrstufe, in der richtigen Fahrstufe. Das erkenne ich einfach daran, guck mal auf dem Drehzahlmesser und guck mal auf unser Diagramm auf dem Prüfstand. Ja. Da siehst du, das ist die gleiche Drehzahl. Wir drehen knapp 19 und Umdrehungen. Mhm. Daher, das ist die Übersetzung, die wir immer einstellen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt müssen wir wieder Vollgas geben, ohne dass er zurückschaltet. Mhm. Also ab vom Tacho. Und ich muss gleich bei Volllast, wenn wir in der Enddrehzahl sind, in Neutral. Der Drehzahlbegrenzer habt ihr gerade gemerkt und wir waren auf dem Tacho schon bei 240. Ich stelle vor, ich hätte die nächste Fahrstufe gewählt. Dann würde er noch einen Gang schalten und dann wären wir irgendwo bei jenseits der 280, wenn das denn schaffen würde. Mhm. Deshalb können wir ihn unmöglich in der letzten Fahrstufe messen. Mhm. Und auch das Messergebnis werde ich euch gleich ganz genau zeigen. Ihr seht das oft nur geschnitten, aber ich zeige euch gleich, was gleich passiert und wo es zum Beispiel auf dem Diagramm oft zu Fehlern kommt. Aber das zeige ich euch jetzt. Komm mal ran.
Jo. So, jetzt zeige ich dir das Diagramm ungeschnitten. Und so sieht das oben raus aus. Jetzt sagt ihr euch, Mensch, der hat doch seine Leistung, guck mal hier. Aber ihr wisst ja, oder ihr solltet wissen, dass dieser Buckel nicht zur Leistung gehört. Also das spürt man ja dann auch nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Radleistung, wie das aussieht. Und da siehst du es eindeutig, die Leistung fällt halt irgendwann nach oben rum am Rad ab. Deshalb muss ich diesen Drehmoment-Nupsi bis ungefähr hier weg machen. Das bedeutet, wir schneiden das Diagramm jetzt ab, wir haben ihn ja so hoch gedreht. Wir nehmen ihn jetzt aber seine Enddrehzahl quasi weg und haben das Diagramm nur bis 5,7 circa geschnitten. Und schon sieht man, Drehmoment, Leistung sauber. Jetzt schneide ich hier vorne das noch sauber. Und das ist halt immer das Diagramm, was ihr meistens nachschnitt. So sieht es dann geschnitten aus. Weil hier sieht man ja höchste Leistung. Jetzt sagt ihr, ja, du hast ihm ja die Leistung weggeschnitten. Der hat doch eigentlich viel mehr Leistung. Und wenn ich das euch jetzt am Rad zeige, seht ihr, ah nee, er hat recht, das fällt ja weiter ab. Ganz wichtig, dass man das mal einfach mal so zeigt. Ja, ließ sich gut messen, aber Sven sagte gerade auch, im Auto ist nicht cool, so die Automatik dann bei der Drehzahl eher auf neutral zu schieben. Ne? Ja. Dann haben wir gesehen, vierte Gang ist 1:1 übersetzt. Ich habe ihn im dritten gemessen und du hast gesehen, wie schnell das Auto wird. Vierte Gang würde ich niemals auf dem Prüfstand messen. Deswegen ist das so korrekt. Aber, was hast du gesagt? Du hättest gern 200 PS? Mindestens ja, noch? Also, ja, ich hätte mich gefreut, wenn es zwischen 200 und 210 PS noch gewesen wäre. 0,2 PS fehlen dir. 199,8, ja, okay, also 200 PS. Ja. 325 Newtonmeter. Ganz saubere Kurve. Das sieht echt top aus. Geiler Zustand. Ich hoffe, du bist mit deiner Leistung zufrieden. Aber ja, ich sag mal so, 300 Fall. PS fühlen sich da drin gut an. Und ich habe gesehen, du bist auch ein sportlicher 200, ja. Und du bist auch ein sportlicher Fahrer, sehe ich an den vorderen Reifen. Ne? Ja. Und lässt auch öfter mal ein bisschen stehen damit. Ja, wenn man es kann. Wenn es geht. Danke dir fürs Kommen. Kein Ciao. Problem, danke. Svenny! Jo! Das ist noch ein Scirocco. Finde ich auch sehr geil, das Auto. Wenn du Scirocco hörst, denkst du definitiv an einen anderen Scirocco. Bin ich mir ganz sicher. Tatsächlich ja. Ja, das war mir klar. Man merkt, aussteigen für alte Leute, gerade auf so einem Prüfstandswinkel, schwierig. Heute siehst du dieses Scirocco-Modell äußerst selten. Damals schon sehr teure Teile, ist ein GTL-Modell. Ich kenne mich da gar nicht so mit aus. Ich sehe gerade, welcher Bursche sitzt da hinten denn? Hast du den Bursche schon gesehen? Nee, aber der hat einen Pulli von uns an. Cool. Sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nicht alleine fahren. Scirocco? GTL, das waren ja eine Ausstattungsvariante. Richtig, genau. Der hatte geteilte Rückbank, der hatte eine Velour-Ausstattung. Ja. In Grau, die habe ich allerdings rausgemacht, weil die schon so leicht violett schimmerte. Das war jetzt nicht mein Style. In dem Fall habe ich dann Schottenkaro reingemacht vom ersten GTI. Und ansonsten hatte der zweiten Außenspiegel, innen verstellbarer Außenspiegel, Drehzahlmesser. Gut, hatte GTI eigentlich immer. Und das war's schon. 1,8er, 112 PS, richtig. Ist aber dann der GTI-Motor. Genau. Aber das war halt quasi die, nennen wir es mal, Luxusausstattung mit dem Sportmotor. Richtig. Wie lange besitzt du den schon? Seit 2013, hat vorher eine alte Dame aus Pinneberg gefahren, 74 Jahre alt. Oh. Ne, ohne Lenkkraftverstärker oder eine Servolenkung hatte ich wahrscheinlich die Arme da dran gebrochen. Kann ich mir gut vorstellen. Und der stand 4 Jahre und ich musste den wirklich frei fahren. War der aus erster Hand gekauft? Zweiter Hand in Familienbesitz. Über geil. 26 Jahre oder 24 Jahre, genau. Ist wahrscheinlich nicht dein Daily, ne? Doch. Fährst du jeden Tag damit? 70.000 Kilometer, seitdem ich den habe. Boah, geil. Das finde ich krass. Ein- und aussteigen ist schon sportlich. Ich werde aber, jetzt ne? 50 und langsam wird es schwer. Ich bin jetzt im Fitnessstudio, damit mein Oberschenkel mich quasi noch aus dem Auto rausdrückt. Ich habe Übergewicht und das ist für mich dann nochmal eine Nummer schwieriger. Ja. Aber eine wirklich sportlich schöne Silhouette fand ich. Der Scirocco war echt ein schönes Auto, aber auch wirklich sehr sportlich, was die Sitzposition betrifft und was Ein- und Aussteigen zum Beispiel betrifft. Ja. Und was ich von damaligen Zeiten noch weiß, damals war schon alles unfassbar teuer für den Scirocco. Blechteilmäßig, Kotflügel war zum Beispiel gegenüber dem Golf deutlich teurer, weil er halt von Karmann ist. Genau. Hast du bis jetzt Rostprobleme schon gehabt? Also als ich den gekauft habe 2013, da bin ich so an den Radläufen mal hinten lang gegangen durch diese Zenderverkleidung. Die haben mit ganz langen Nägeln in der Karosserie die Befestigung vorgenommen und das natürlich durch Salz und so weiter, Feuchtigkeit, ist das alles aufgeblüht und das fühlte sich an wie so eine Balsen-Chipstüte, wo man reinpackt. Ich habe das neu machen lassen, 2014, 15 mit ein bisschen Aufwand, vertretbarem Aufwand, jetzt ist nichts mehr dran. Also versiegeln lassen auch direkt ordentlich. Klar. Und drunter ist noch ein bisschen was, das lasse ich jetzt machen, aber ansonsten ist der top. Thema Leistung, 112 PS, K-Getronic ist da drauf. Ja. Denkst du, das läuft alles sauber? Also 100 sollte er haben. Ich schätze, so vom Antritt her sollte er sogar 110 haben.
Oh, das hört sich gut an. Kartetronik ist ja bei mir ein Riesenthema. Ja. Ich hasse sie, ich weiß nicht warum, aber ich hasse sie wirklich. Und ich habe gerade gehört, du hast mal einen Lehrgang darüber gemacht. Ja. Aber du warst da noch nicht dran. Ich habe selbst noch gar nichts gemacht. Ich habe den Lehrgang bei Bosch direkt gemacht. Oh, okay. Und zwar mit demjenigen, der damals auch die Entwicklung für Kartetronik mit vorangetrieben hat. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile noch die Lehrgänge macht. Kostet irgendwie 100 Euro oder 150 Euro. Hat Spaß gemacht. Ich sehr lehrsam. Falls er noch leben sollte oder das macht, der wird mich wahrscheinlich auch nicht mögen, weil ich seine Einspritzung super schlecht mache. Richtig. Aber ich muss sagen, ich finde sie anfällig. Ja. Und die haben es ja dann mit einer KE etwas versucht zu verbessern. Da gibt es ja auch zwei Versionen von der KE-Getronik. Und ich werde mit dieser Getronik niemals mich befreunden können. Er darf halt nicht stehen. Also er sollte nicht länger als ein Vierteljahr stehen, deswegen wird er auch ständig bewegt. Und am Anfang, als ich ihn gekauft habe, lief der 145, 150. Schneller war er nicht. Mhm. Mittlerweile geht er laut Tacho 210. Oh, sehr interessant. Ja. Ich bin gespannt. Wir messen und schauen mal, was über ist. Ja. Das waren noch Sportwagen, Scirocco, nicht die neuen Scirocco. Da steigst du ein wie ein Golf, ist glaube ich auch für mich völlig das Gleiche. Außer, dass die Dachlinie halt ein bisschen anders ist. Ja. Aber hier ist wirklich viel verändert. Du warst wahrscheinlich noch nie im Scirocco gesessen, ne? Nee, tatsächlich nicht, aber ein paar Sachen kommen mir trotzdem bekannt vor aus dem Golf 1. Richtig, das ist Golf 1. Tacho-Einheit ist so aus Golf 2. Mhm. Also hier ist so ein bisschen Mischmasch. Und das Fahrwerk zum Beispiel ist identisch wie Golf. Also du konntest das Fahrwerk auch tauschen. Ich glaube, die Auspuffanlage ist allerdings... Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, auch gleich. Ich glaube, die konntest du auch fahren. Aber du hast hier halt eine deutlich sportlichere Sitzposition. Der Schaltknauf ist so leicht nach hinten gebogen am Scirocco. Also ist schon... Halt schon die sportliche Variante. Finde ich auch geil. Aber für meine Konfektionsgröße und meines Alters nicht mehr geeignet. Entweder wird es heißen, deutlich abnehmen oder anderes Auto fahren. Ja, vierte Gang machen wir rein. Oh, jetzt müssen wir jetzt... Wir machen die Gruppenkuscheln. Ja. So, bist du bereit? Jo. Vollgas. 112 PS sollen wir haben. Wir drehen den auch relativ hoch. Weil er fühlt sich jetzt noch fit an. Und jetzt wieder zäher. Haben wir uns wieder verknotet. Das Thema Kartetronik haben wir ja gerade angesprochen. Ich bin damit auf Kriegsfuß, genau, weil ich diese ganzen Leichen immer abhole, die Jahre und etliche von Jahrzehnten gestanden haben. Ich weiß auch, diese Kartetronik zu zerlegen. Ich kenne das Bildchen, aber das muss man halt sehr, 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 sehr sauber arbeiten und ich zerlege die äußerst ungern. Aber im Prinzip haben wir sie alle ans Laufen bekommen. Aber sie ist halt anfällig, wenn es lange steht. Haben wir gerade vom Besitzer gehört, wenn man damit regelmäßig fährt, ist sie gut. Thema Leistung. 1,8er, 112 PS. Jetzt schauen wir mal, was an Leistung hat. Dann wollen wir mal schauen. Kurve blitzsauber. Man sieht die Leistung oben und fällt ganz, 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 ganz leicht ab. Ist zwar völlig normal und die Leistung ist so, wie ich sie von einer K- oder KE-Getronik halt kenne. Und das besprechen wir jetzt mal. Du sagtest 110 PS strebst du an, ne? Wäre schön, aber... Er hat 102, läuft ganz sauber, 147 Newtonmeter, das ist alles völlig okay. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich schiebe es immer auf die Einspritzanlage. Ja. Immer. Weil es beim Audi so ist, es ist beim Mercedes so, alles wo so eine K- oder KE-Getronik drauf ist, haben die nicht ihre Leistung. Und ich habe jetzt oft mal ein Lambda-Tool hier reingesteckt und es fehlt so ein bisschen Kraftstoff. Ich glaube, eine Kleinigkeit, die nicht neu ist, zum Beispiel Kraftstofffilter, Kraftstoffpumpe, kein guter Kraftstoff, sofort geht die Leistung runter. Ja. Weil was mich wundert, ich muss auch was Positives sagen, bei unserem roten Audi Coupé hatten wir ja alles neu gemacht, wir hatten alles auseinander, alle Teile sind neu und er hatte haargenau, aber wirklich haargenau seine Leistung. Ja. Und ich glaube, die Kartetronik verzeiht dir nichts, wenn nicht alles gerade perfekt neu ist. Aber ansonsten mega gut. Also damit solltest du sehr, sehr zufrieden sein. Bin ich auf jeden Fall. Und so ein Auto wie sieht man nicht alle Tage. Und mit den Verbreiterungen finde ich den auch irgendwie echt schick. Also er sieht echt geil aus. Wenn die MWM Cup-Felgen drauf sind im Sommer, sieht er richtig gut aus. Ach, das sind jetzt deine Winterreifen, ne? Ja, ist klar. Stimmt. Hab ja gehört, wir sehen ja in den Winter. Aber das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Leute halt so ein Auto auch wirklich wirklich als Winter auch nutzen, also daily. Ja. Geil, finde ich sehr, sehr gut. Danke dir fürs Kommen und gute Heimfahrt. Vielen Dank. Honda Civic ist das, kein CX, ein Civic, ne? Ja. Oh, die gibt es mit wilden VTECs. Mhm. Ich weiß, die gibt es, glaube ich, mit 160 PS und sowas. Honda Civic, was hast du da? Erzähl ein bisschen was. Also eigentlich war es ein EG4, also 90 PS.
Da ist jetzt eingetragen der 1.6er VTEC, ist aber jetzt mittlerweile ein 2 Liter mit einem VTEC-Kopf drauf, nennt sich Frankenstein. Ei, das heißt 2 Liter Hubraum, VTEC, trotzdem Hochdrehzahl. Ja, also bis 8.1 haben wir den jetzt sanft gemacht, sagen wir es mal so. Der könnte noch ein bisschen mehr, aber das machen die Ventile dann nicht mehr mit. Kann der Unterbau denn auch so hohe Drehzahlen wie der 1600er? Wir haben es verstärkt. Wir haben King-Lagerschalen, Ploy-Lagerschalen, alles gemacht komplett. Aber der Motor kennt volle Pulle, das kennt er? Ja, der hat jetzt ein bisschen was gekriegt. Der kennt auch Viertelmeile. Okay, wo könnte die Leistung hintendieren? Schön wäre es so an die 190 PS. Ja. Wenn eine 2 vorsteht, wäre es schön, aber das glaube ich nicht. Ich denke mal eher so zwischen 180 und 190 PS. Und ich kann den drehen bis 8.1, bis zum Begrenzer? Ja, mach bis zum Begrenzer rein. Krieg okay, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich habe mich jetzt gerade noch mal über den Drehzahlbegrenzer informiert. Mhm. Weil wir haben den gerade schon sehr hoch gedreht, es kam aber kein Begrenzer. Okay. Und ich habe natürlich Angst, jetzt das Auto irgendwie kaputt zu machen oder sonst. Deswegen habe ich mich beim Besitzer informiert, wie hoch sagt er, Dreh bis Begrenzer, da muss irgendwann einer kommen. Oh Gott. Muss. Ich gehe natürlich trotzdem aus dem Gas, wenn sich gleich irgendwas eigenartig anhört. Mhm. Ist eh sehr eigenartig, weil normalerweise sind die VTEC-Motoren untenrum sehr schwach. Hast du schon mal mit sowas mitgefahren? Mitgefahren noch nicht, aber ich kenne sie vom Hörensagen. Die sollen obenrum richtig Leistung haben. Ne? Wirst du gleich sehen. Gehen wir jetzt auf den Drehzahlmesser. Wir beginnen die Messung ja bei 1500 Umdrehung. So, und jetzt ist das schon okay, aber guck mal, jetzt. Drehzahlbegrenzer. Aber merkst du, dass wieder so oben raus wilder wird? Ja. Und ich weiß auch aus der Bekanntschaft, wenn man diese Motoren mit Turbo auflädt, dann geht da oben rum, weil VTEC oben rum, Turbo oben rum, dann geht da richtig Party ab. Ja. Und ich sehe den Jan seinen Blick, der guckt unterm Auto. Oh oh. Guck mal nach vorne. Ja. Was ist das? Ein Motorlager? Was? Oh je. Das ist ein Motorlager. Also eine Aufhängung vom Getriebe. Warum fällt die denn ab? Das gucken wir uns gleich mal an. Aber hier, der Motor läuft noch kerngesund, keine Kontrollleuchten an. Da ist irgendeine Lagerung. Mach mal die Tür auf. Das Auto zerlegt sich auch im Kühlschrank. Sag ich mal. Das sieht aus wie ein Halter für, keine Ahnung. Und der ist nicht abgebrochen, oder? Nee, das sieht aus wie... Es war nur noch mit einer Schraube fest und jetzt mit keiner. Gibt's schon mal den Besitzer? Ich informiere mich mal, oder wir informieren uns gleich, was das sein könnte. Wir gucken jetzt erstmal nach Leistung. Schauen wir, was da noch so ist. Oh Gott, was ist wirklich der Motor Eile? Liegen da noch mehr Teile? Nein. Öl? Nein. Er hat sich nicht vollständig zerlegt. Ja gut, also Auto Eile. Jetzt gucken wir noch mal, ob die Leistung wirklich glücklich ist. Guck mal, das ist krass. Hier siehst du, wie es VTEC bei 5,5 umschaltet und guck mal die Leistungskurve bis zum Drehzahlbegrenzer, volle Leistung und dann regelt der halt ab. Die gewünschte Leistung ist es nicht, aber ist für mich völlig okay. Ja. Ich habe auf dem Beifahrersitz ein Lambda-Tool gesehen oder in der Seite. Habt ihr das mit Lambda alles abgestimmt? Ja. Wird bei Honda eher mager, eher fett abgestimmt? Also ihr habt das nach Gefühl abgestimmt, nicht auf dem Prüfstand. Das ist auch noch nicht zu 100%, deswegen bin ich auch nochmal hier. Du bist jetzt bei 168 PS. Das ist aber echt nicht viel. Und 154 Newtonmeter. Für einen 2 Liter, ich glaube, Drehmoment ist okay. Aber Leistung, ich weiß nicht, du hast wieder beim Drehzahlbegrenzer eine höchste Leistung. Also, ich weiß nicht, ob so ein Honda auf zum Beispiel viel Zündung steht, wenig Kraftstoff, viel Kraftstoff. Ja, habe ich gar keine Ahnung von beim Sauger. Wir müssen mit der Zündung noch arbeiten, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so optimal gewesen. Wir müssen noch ein bisschen was dran machen, deswegen bin ich jetzt auch hier, weil... Ja, so hast du auf jeden Fall mal eine Vergleichsmessung, das ist doch mal ganz interessant. Deswegen, ja. Und ich sag dir so Sachen, wenn du selber programmierst und sowas, ich würde mir irgendwo gucken, dass es bei euch in der Ecke einen Prüfstand oder sowas gibt, wo du sowas quasi abstimmen kannst oder das mit jemandem abstimmen lassen zum Beispiel. Weil auf der Straße, da geht es oft nur um 10 PS und die fühlst du echt. Also man muss schon ein gutes Popometer haben. Deswegen, also ich gebe immer einen Tipp, gerade bei sowas, immer abstimmen lassen auf dem Prüfstand oder selber abstimmen auf dem Prüfstand. Der Halter war Servolenkung, ne? Ja. Du hast den Riemen aber sicherheitshalber eh schon abgehabt. Ja. Also ist jetzt nicht weiter dramatisch, außer dass irgendwann vielleicht gut. Die Servopumpe runterfällt. Ja, aber da guck ich jetzt gleich nach. Perfekt, super. Ich drücke dir gute Heimfahrt, komm nach Hause. Danke dir fürs Kommen. Danke, ciao. Man merkt, das Wetter wird besser. Es werden wieder mehr Autos, coole Autos, geile Sachen dabei gesehen. Sven, wie bist du klargekommen? Hat dir auch alles gefallen? Ja, sehr geile Autos heute. Für mich ist das mittlerweile kein Unterschied mehr, ob der Sven oder der
Boah, ich und Namen, der Micha mit mir filmt. Habe ich was Falsches gesagt? Du guckst mich sehr fragend an. Auch was der wohl gerade treibt? Stimmt, was uns natürlich interessieren könnte, was macht gerade Micha? Ohne Worte. Bis zum nächsten Prüfstandsvideo. Ciao.